Wir kommen heute mal wieder zu einer Reise durch die Clicker Idle und Incremental Games. Ich starte direkt mit Clicker Heroes, nachdem es dort ja jetzt nun einiges zu berichten gibt, inwieweit ich mein Ziel von Zone 300.000 tatsächlich geschafft habe. Ich habe Zone 300.000 überschritten und inzwischen wartet jetzt das Spiel darauf schon seit einigen Tagen, dass ich mit euch die nächste Überschreitung mache, um hier meinen letzten Aufstieg letztlich abzuschließen. Also ihr seht, der ist jetzt hier doppelt so lange wie eigentlich die letzten, die ich immer gemacht habe. Aber es hat auf jeden Fall mehr als 2 Tage jeweils gedauert, einen Aufstieg zu vollenden. Und meine Strategie ist teilweise ganz gut aufgegangen. Zwischendurch habe ich ein bisschen gezittert, dass es überhaupt klappt, weil ich hing bei Zone 250.000 dann doch ziemlich fest. Also hier ging es dann sehr, sehr langsam vorwärts. Bis 250.000 waren es sozusagen nur in Tippelschritten. Aber danach hat sie dann doch nochmal spürbar zugelegt, nachdem ich dann den nächsten Crusader freischalten konnte. Und ich konnte mich dann tatsächlich auf den Weg auf die 300.000 zubewegen. Und ich habe jetzt hier zwar nochmal einen recht großen Sprung gemacht, aber die Schwierigkeit, die jetzt halt hier dazukommt, ist, die Zonen haben jetzt bereits schon wieder 4 Monster und ich habe aktuell keine Heldenseelen, also keine Antika-Seelen mehr zur Verfügung, um die Outsider aufzuleveln, um das runterzubringen. Deswegen brauche ich jetzt auch den Überreset, um da die nächsten 5000 Antika-Seelen auszugeben und damit mich dann auf Zone 350.000 vorzubereiten. Und wie ihr seht, der Boss-Timer ist bei 2 Sekunden. Der Boss-Timer fällt auch nicht unter 2 Sekunden, weswegen ich, nachdem ich zwischenzeitlich das nochmal getestet habe, also erst festgestellt habe, okay, unter 2 Sekunden fällt er nicht, und dann mal sehen, wie viel bringt es jetzt tatsächlich, Kronos anzuheben. Und letztlich ist die Schwierigkeit, da Kronos, also dass dieser Bonus hier jetzt nicht mehr greift, sondern eigentlich die 2 Sekunden erreicht sind, bedeutet das, dass diese Antika-Seelen eigentlich überhaupt keinen Effekt mehr für mein gesamtes Spiel haben. Und das ist das, was an der Stelle überhaupt nicht sinnvoll ist, wenn ich dann, wenn ich es am meisten brauche, an sich dieser Bonus eigentlich auf Null fällt, weil er sich nicht mehr auswirkt. Im Gegensatz dazu ist zum Beispiel Bubos, der ja hier das Bossleben verringert. Ich habe jetzt hier zwar trotzdem, eben wenn ihr hier schaut, das sind, mal gucken, wie ist denn hier, also 4 hoch 12 zu 4 hoch 14. Eben 2 Zehnerpotenzen, ein bisschen weniger, und das entspricht eben auch dem 41-fachen dann halt des Boss-Lebens, dass sich das in der Form auswirkt. Und Bubos würde aber die ganze Zeit einen Vorteil bringen, weil auch jetzt, wenn der halt gar nicht da wäre, wären die Boss-Leben um den Faktor 50, 100 oder wie viel auch immer jetzt tatsächlich höher. Also 200-faches Bossleben, was mir hier Bubos aktuell schon ausgleicht. Und das werde ich natürlich noch weiter anheben, damit das Bossleben entsprechend niedriger bleibt und ich dann noch schaffe, ein paar von diesen Bossen tatsächlich innerhalb der 2 Sekunden, die mir verbleiben, zu killen. Und da die Bossleben so Pi mal Daumen, mal gucken, das müssen wir eigentlich jetzt ganz gut vergleichen können. Wenn der hier 4 hoch 14 hat, mal gucken, was der 5 Level vorher hat. Der hat 413 und es sind tatsächlich fast 4,4, und der ist ein bisschen höher mit 5,0. Aber das heißt, knapp eine Zehnerpotenz geht es bereits hoch. Das heißt, es verdoppelt sich nicht nur, sondern es ist fast eben eine Verzehnfachung, was das Bossleben angeht. Deswegen würde sich auch der Versuch mit Kronos überhaupt nicht lohnen, weil eben dadurch, dass sich das Leben verzehnfacht, brauche ich natürlich auch die zehnfache Zeit, wenn sich mein Damage nicht allzu stark steigert, um den zu besiegen. Und dann nützt es mir nichts, wenn ich auf der einen Seite hier noch meinetwegen 5 Sekunden hätte und dann beim nächsten Boss eigentlich schon 50 Sekunden bräuchte, um das Leben wieder runterzubringen. Also deswegen, der wird beim nächsten Mal definitiv auf uns vorbleiben. Das heißt, das sind die Antika-Seelen, die dann frei werden. Es sind nicht viele, weil er ist ja jetzt nur Level 35, aber wenigstens ein paar. Mit Dora, also die ist jetzt nur noch chancisch auf Schatztruhen bei 90%. Aber das hat ganz gut gepasst, weil bis 300.000 habe ich tatsächlich 99% oder ich war sogar noch über 100%. Also das hat gereicht. Meine Kalkulation für Dora funktioniert. Anders, also die Kalkulationen an sich funktionieren dort auch, aber bei Kuma Kawaru sieht man,
Also ich bin jetzt gerade mal 11.000 Level über meinem Zielwert und die Urchance hat sich fast halbiert. Also da ist dieser Verlust, den ich halt habe von 0,1 pro, oder beziehungsweise das ist ja Arterius, also 2% a 500 Zonen, kann man sich natürlich ausrechnen, das sind 22 mal dieser Wert. Das heißt, es sind eben diese 44% tatsächlich, die mir hier die Urchance schon runtergegangen, also die Chance auf Urbosse oder Primalbosse dann schon runtergegangen ist. Das ist also extrem schnell. Das heißt, Rargeist muss auf jeden Fall sehr passend an die Zielzone, die man auf jeden Fall im Durchlauf erreichen will, angepasst werden, weil sonst ist eben die Urchance sehr schnell sehr niedrig. Jetzt erstmal noch den Blick auf die neuen Helden oder zumindest die neuen Teile, die ich von den Helden jetzt freigeschaltet habe. Bis Mazdi und Sabira sollte das eigentlich soweit schon gewesen sein. Also Mazdi hatte ich auf jeden Fall. Der hat zwar nur Boni auf sich selbst, ist aber soweit noch wichtig genug, weil er dicht genug dran ist. Und Sabira habe ich jetzt halt insgesamt mit 5-mal den Boni, die sie hat. Also während er hier noch recht kleine Prozente hatte, hatte sie ja tatsächlich erhebliche Verstärkungen mit 625, 650, 675, 850 und dann nochmal 875%. Und mit den mehrfachen Durchläufen und den ganzen Ausbau der Antika habe ich es dann jetzt eben von ihr geschafft, den Sprung auf die beiden Grabwächter. Und zwar tatsächlich beide. Also beide werden mit den gleichen Kosten freigeschaltet. Und die werden tatsächlich dann im Wechsel bedient, weil zuerst hatte ich das nicht so genau gelesen, weil okay, stand Grabwächter da, hier auch Grabwächter. Aber das eine ist eben Kadu, der obere ist Kadu, hat aber Bonus für Zeus und umgekehrt, Zeus hat dann Bonus für Kadu. Also das heißt, die beiden wird man dann im Wechsel weiter bedienen müssen. Ich habe jetzt eben Kadu so weit gehabt, dass ich den ersten Bonus freischalten konnte und habe mich dann eben erstmal gewundert, warum die SPS nicht hochgegangen ist, bis ich dann eben die Namen nochmal genauer gelesen habe und okay, das heißt, hier war dann der Wechsel notwendig, dass die ganzen vergoldeten Boni eben dann auf Zeus gewechselt habe und ihn aufs Maximum gesetzt habe. Aufgrund der vergoldeten Boni und eben dieses Bonuses hier sind halt die Unterschiede jetzt doch erheblich von 33.879 auf 38.238. Und ansonsten seht ihr natürlich hier jetzt noch die SPS-Kombo, die ja hier auch mit dem Klicker, ihr seht alle hier sind auf lila oder auf pink aktiviert, das heißt, sie haben alle den doppelte Stärke. Ebenso ist das dunkle Ritual 20 mal durchgeführt und zwar 20 mal mit der Verdoppelung, das heißt, ich habe 20 mal 1,1 Bonus gehabt. Aber auch all das nützt mir nichts mehr, um hier tatsächlich sinnvoll weiterzukommen. Also ich hatte das auch schon über über mehrere Tage laufen und habe die Combo dadurch angehoben auf einen Exponentenhoch 8 oder so oder vielleicht sogar schon 9 erreicht, weil inzwischen habe ich jetzt 17 automatische Klicker dazu gekauft. Aktuell spare ich wieder auf den nächsten. Weil im Moment, ihr seht, die Rubine, mal sehen, wann der mir wegstirbt, aber wenn der jetzt die anderthalb Tage noch durchhalten sollte, kriege ich hier nochmal 46 bis 47 Rubine. Die 35 kann ich auf jeden Fall schon mal einsammeln und ihn ja gleich nochmal auf einen Tag losschicken, in der Hoffnung, dass er das überlebt und mir dann, wenn ich jetzt nach dem großen Überreset wieder da bin, dann hoffentlich das zur Verfügung stellt. Die anderen laufen noch relativ lange, nur der hier mit 8 Stunden, aber bis dahin sollte ich meinen ersten Durchlauf dann für den nach dem Überreset schon wieder geschafft haben. So, hier machen wir gleich mal noch den nächsten Kampf gegen die Titanen. Dazu hole ich mir meine 17 Leute jetzt rein. Der andere wird jetzt gleich abgeschaltet, weil der Autoklicker, also der Klickersturm, zählt für die Titanen nicht. Und dann machen wir mal hier die nächsten. Mal gucken, wir sind jetzt bei knapp 9.000 angekommen. Ich glaube, so 9.050, wenn wir es schaffen, ist dann etwa der Ausstieg. Das heißt, wieder 50 Level mehr für den Titanen. Aber es ist natürlich für die aktuellen Heldenseelen noch sehr, sehr weit entfernt, bevor die dann wieder signifikant werden. Nach dem Reset wird es jetzt erstmal wieder weiterhelfen, weil ich denke mal, die ersten 2-3 Tage werde ich auf jeden Fall ein Niveau haben, an dem der Bonus unterhalb der 10% Marge liegt und ich somit dann mehr Heldenseelen dadurch tatsächlich signifikant bekommen kann. Also ihr seht, hier sind noch gerade mal die Hälfte der 10er Potenzen. Ich bin jetzt bei 2700 knapp angekommen, was die Belohnung angeht. Also das dauert noch eine Weile, bis der dann eben auf dem
ein Zehntel davon wieder signifikant mit was beitragen könnte. Also her damit. So, in der, ja, bei den Mitgliedern ist es aktuell etwas ruhig geworden. Da ist nicht mehr so viel los momentan. Anscheinend ist der Reiz des letzten Updates schon so weit verflogen. Aber mal sehen, vielleicht kommt es ja auch nochmal ein Update, das irgendwelche Neuerungen bringt. Ich weiß nicht, wie weit Clicker Heroes 2 inzwischen angelaufen ist und ganz gut funktioniert. Vielleicht treiben sich die Leute ja dort rum. So, also wir sind hier soweit durch mit den neuen. Wie gesagt, die haben im Wechsel dann hier ihre Boni und steigen dann, also der erste, ich glaube bei 5800, also Level 5800 ist der hier freigeschaltet worden. Und hier jetzt dann eben bei 116.000, achso, also 58.000 war natürlich dann das Level, also 58.000 geht der erste Bonus, dann 116.000, hier geht es dann mit 180.000 weiter und mal sehen, ob das etwa in diesen Schritten dann bleibt und wahrscheinlich irgendwo 250.000 in der Dreh. Mal sehen, wie weit ich da mit dem nächsten Ziellevel oder in der nächsten Zielzone von 350.000 dann komme. Auf jeden Fall von den Exponenten hier, bis der Schlund dann aktiv wird, sind es dann nochmal eine Verdopplung fast, weil ich brauche dann 45.000 als Exponenten für die Goldeinkünfte. Und schauen wir uns nochmal hier in der Vergoldung an, was dann eben jetzt noch wartet. Davor war ja eigentlich hier dieser geistige Held noch der letzte und das sind ja die vier, die noch hinzugekommen sind. Und dann mal sehen, bis zu welcher Größenordnung an Goldeinkommen die dann freigeschaltet werden. Die Antiken habe ich ja jetzt schon oft genug bearbeitet und oft genug erklärt, wie und was dort relevant ist und wie ich damit halt umgehe, um die aufzuleveln. Die Push-Strategie hatte ich schon mal erwähnt. Inzwischen ist es so, wenn ich das hier alles mit den Doppelten laufen lasse und so weiter, ist die erste Push-Element, das heißt, wenn ich hier so ein Gold-Mercenary starte, sind gut 30 Exponenten, die der mich weiterbringt, wenn ich sozusagen am Ende der Klicker angekommen bin. Und das wiederholt sich dann noch so 3-4 Mal, also nicht die 30, sondern die gibt es nur beim ersten Mal. Ich glaube so, bis ich dann etwa nur noch 1-2 Exponenten habe, das sind so 4-5 Mal die Gold-Mercenaries dann auszuspielen, und jeweils dann immer am Ende nochmal den Push zu nutzen. Was auf jeden Fall auch interessant war, dass so bis zu dem ersten Durchläufen eigentlich die Klicker noch gar keinen relevanten Effekt hatten, weil eben der Anstieg durch die Heldenseelen so groß war, dass es sich gar nicht großartig gelohnt hat, die Klicker hier zu aktivieren, weil einfach die Multiplikatoren und die Boni, die durch die Antiken und hier zum Beispiel durch das Klicken, das goldene Klicken, konnte da noch gar nicht mithalten gegenüber den Idle-Boni, die vorher schon gelaufen sind. Das heißt, die waren da überhaupt nicht anschlussfähig. Erst danach ging es dann langsam los, eben durch die antiker Boni, die dann auch für den Klickschaden und so weiter relevant wurden, dass dann das Klicken überhaupt dann ja nach dem Idle-Bonus noch den ersten Anstieg ermöglicht hat. Und jetzt machen wir erstmal den normalen Aufstieg. Wobei ich glaube, der ist nicht mehr unbedingt notwendig, um die Antiker-Seelen zu aktivieren. Hier machen wir jetzt nichts mehr. Und wir gehen gleich in die Überschreitung. Also, jetzt die 5156 aktiviert. Also bisher, hier stehen ja bisher erst die 25.000. Das heißt, wir gehen jetzt über 30.000 Antiker-Seelen. Und zwar nochmal mit dem Einschmelzen, damit ich die Anzahl eben nochmal neu vergeben kann. So, dann lassen wir hier erstmal die Klicker laufen. Wenn die soweit beschäftigt sind, widmen wir uns jetzt den Outsidern und verteilen die antiker Seelen. Also ihr seht jetzt 30.000 sind jetzt hier auch entsprechend aktualisiert worden. Apropos, genau, wie ist hier der Stand? Also 186, das heißt hier fehlen nur noch 14 Söldner, die ich begraben muss. Und hier umgekehrt, da fehlen noch eine ganze Menge. Das sind 173. Die jetzt noch fehlen, um dann auch die Wiederbelebung letztlich ja, zu vervollständigen. Und dann natürlich hier jetzt dann das nächste Ziel auf 350.000 zumindest erstmal zu setzen, weil viel mehr geht mit den aktuellen eben zusätzlichen Antikerseelen auch gar nicht so sehr, zumindest nicht mit meiner Kalkulation. Und das gehen wir jetzt gleich im Exosheet durch. Die Schwierigkeit dort ist nämlich, dass beziehungsweise ich weiß noch nicht, ob es eine Schwierigkeit ist. Also die überwältigende Macht ist ja jetzt hier, konvergiert eben weiter gegen 25%, die noch nicht erreicht sind. Und das heißt aber, ich hatte jetzt mit den letzten
Veränderung. Also ich habe jetzt von 258 auf 311.000, also eben gut die an der Stelle die 50.000 zusätzliche Zonen, haben wir jetzt, dadurch, dass die überwältigende Macht eigentlich schon auf dem Maximum war, eben diese 5.000 Seelen eingebracht. Und ich hoffe, dass das in Zukunft noch so weit reicht, dass zumindest genug Heldenseelen zusammenkommen, dass ich so viele Antiker-Seelen bekomme, dass das dann für die nächsten 50.000 reicht. Also dass ich zumindest in 50.000er Schritten mit den Überschreitungen dann mich bis zur 1.000.000. Zone dann vorarbeiten kann. Aber jetzt gilt es erstmal hier im Excel nochmal die Sachen nachzukalkulieren, weil es sind jetzt ja noch ein paar Seelen dazugekommen. Und dazu hole ich euch jetzt mal die Excel-Information rein. Das sind eben die Ist-Werte, so wie ich sie aktuell gehabt habe. Und hier drüben seht ihr, wie ich es jetzt vorhabe, neu zu ändern. Also eben der Kronos-Bonus eben über Ohrverlass, der kommt komplett weg. Das heißt, hier werden 630 freigesetzt. Hier werde ich ein bisschen darauf verzichten, weil hier ist sozusagen meine Kalkulation, damit eben die Kosten pro prozentualem Anstieg etwa gleich sind, werde ich hier jetzt wieder ein bisschen runtergehen. Werde eben bei Pandorus und bei Ponyjunge nochmal ein bisschen wieder verzichten. Dafür kann ich dann also einen leichten Anstieg, also 2 Level höher für den Idle-Boni aktivieren, die mir hoffentlich dann ausreichende Boni geben und was auf jeden Fall wichtig ist, hier die anderen mitzuziehen. Eben, dass ich auf jeden Fall die Monster je Zone weiterhin deutlich bei 2 lasse. Das heißt auch, wenn ich eben am Ende ankomme, dass auf jeden Fall maximal 2 Monster je Zone dann zu schlagen sind, um eine Zone abzuschließen. Und dass die Chance auf Urbosse natürlich bei 100% bleibt. Dafür muss ich eben auch von Level 64 jetzt auf 75 anheben. Deswegen hier sind so die zusätzlichen Kosten. Und ja, was ich jetzt noch hatte, weil es waren jetzt nicht 51, also 5151, sondern 5156. Das heißt, ich kann hier noch 5 Heldenseelen oder vielmehr 5 Level mehr ausgeben. Und dadurch, dass es für die anderen hier nicht lohnt, kann ich das nur in Pandorus aktuell aktivieren. Das heißt, der wird dann auf 338 letztlich angehoben. Und hier dann eben auf, also von 338 auf 339, dann hat er eben 3,338 und das passt hier auch soweit. Und das ist dann Level 339. Weil das ist immer das Basislevel und das ist sozusagen das nächste Level, dieses 168er kostet mich halt dann so viel, dass sozusagen das nächsten Level entspricht. Also die Kosten für das nächste Level natürlich. So, dann sollte das soweit aufgehen. Das heißt, hier sollte ich jetzt meine Gesamt 30.165, also genau der Wert, den ich auch hier dann im Spiel zur Verfügung habe. 3.165. Die Kalkulation und so weiter hatte ich ja beim letzten Mal schon besprochen. Da habe ich, wie gesagt, nichts geändert. Auch die Kalkulation speziell für Dora hat soweit gepasst, dass ich die hoch skalieren konnte. Und für alle anderen ist das entsprechend gleich geblieben. Also ich muss jetzt nur einfach die Level hier anheben und dann sollte das alles glatt gehen. Also gehen wir aus der Reihe nach durch. Also Zylil soll Level 168 bekommen. Machen wir erstmal bis 150, damit ich noch einen kleinen Puffer habe, falls ich mich irgendwo vertue. So, Zogolot soll wieder Level 50 werden. Das werde ich vorerst nicht anheben, weil 92% Verringerung für die Kosten der Antika, das reicht mir. Das andere ist mir da im Verhältnis viel zu teuer. Und ich bin eben auch darauf angewiesen, weil ich einfach die anderen Boni viel dringender brauche, um letztlich hier die Monster pro Zone niedrig zu halten und die Urchance vernünftig hochzuziehen. Weil jetzt hier halt mit 25% ist das, möchte ich auf jeden Fall, dass es eben bei 100% liegt. Genauso die 1%ige Chance auf Schatztruhen eben dann bei 100% liegt, damit auch der Schatztruhen-Bonus permanent zur Verfügung steht. Wobei es jetzt natürlich noch keinen Idle-Bonus gibt, von daher kann ich jetzt auch erstmal den Klicker laufen lassen, bis nach dem ersten Durchlauf und dann die ganzen Idle-Boni aktivierbar sind. Gut, Pandorus mache ich als letztes, da kommen sowieso die restlichen alle rein.
So, Ponyjunge ist nur bis Level 27 jetzt. Erstmal bis 20. Orb Level 70. Der ist mit der wichtigste, damit eben dann die Monster-Protone deutlich verringert werden. Dann Adman, damit eben meine Chance auf Urbosse deutlich höher wird. Der muss auf jeden Fall auf Stufe 75. So, 50, 60, 70 und noch 5 dazu. So, Bubas braucht schon einiges mehr, beziehungsweise bekommt einiges mehr. Der bekommt auf jeden Fall erstmal den 100er plus weitere 10 und dann sind wir bei 112. So, Offerlass bleibt wie gesagt leer, weil das reicht mir, das auf 2 Sekunden zu terminieren und mit denen dann zu arbeiten. Und Dora bekommt 68 Level zur Verfügung. So, jetzt machen wir die oben noch korrekt. Das heißt, hier fehlen noch 18. So, Chocolat bleibt. Dann hier 27. So, und jetzt sind noch genau 307. Okay, da sollten doch eigentlich jetzt noch 339 zur Verfügung stehen. Tja, ein Glück, dass ich den Pandoros noch nicht angehoben habe, sonst hätte mir wahrscheinlich woanders dann doch noch was gefehlt. Von der Planung her ist es eigentlich korrekt, aber irgendwo, das werde ich mir im Video dann nochmal anschauen, ob wo irgendwo Kosten höher ausgefallen sind. Aber okay, Pandoros ist jetzt nicht weiter kritisch, dass der jetzt dann letztlich eine ganze Reihe weniger Level bekommt. Nur 307 statt der geplanten 339, aber okay. Warum dort das jetzt niedriger ausgefallen ist, kann ich noch nicht sagen. Wie gesagt, das muss ich mir im Video dann genauer anschauen, an welcher Stelle da tatsächlich die Werte nicht ganz gepasst haben. Ich hoffe mal, ich kann euch das dann in den Kommentaren noch ergänzen, bei welchem Level hier oder bei welcher Aufrüstung irgendwas schiefgegangen ist, beziehungsweise die Berechnung nicht mit den geplanten Zahlen übereinstimmt. Aber ich denke, das sollte jetzt soweit passen. Also mit den Zahlen werde ich mich jetzt auf Zone oder gegen Zone 350.000 bewegen. Und das war es jetzt eigentlich auch soweit von Clicker Heroes aktuell. Viel mehr gibt es dazu jetzt nicht zu sagen. Es bleibt jetzt halt ein etwas langsamer Grind. Also es gibt keine Beschleunigung mehr, weil die überwältigende Macht nicht mehr zunimmt. Aber ich hoffe, wie gesagt, dass trotz allem, also der Durchlauf war jetzt insgesamt, mal gucken, wie viel, zig Stunden. Ja, also mit über 55 Tagen sind es also fast 2 Monate für einen Durchlauf geworden. Wenn ich das jetzt so Pi mal Daumen hochrechne und sage, okay, 2 Monate, 50.000 Zonen, dann bleibt mir tatsächlich Clicker Heroes noch einige Jahre erhalten. Also ich hatte jetzt, also 1 Million ist ja das Ziel, 300.000 ist sozusagen erreicht, das heißt 750.000 Zonen fehlen noch und die dann eben jeweils mit 50.000er Schritten, das heißt 14 mal 2 Monate, also noch etwas über 2 Jahre. Mal gucken, ob es tatsächlich dabei bleibt, ob ich so lange dabei bleibe und noch 2 Jahre hier versuche, dann Zone 1 Million zu erreichen, ohne irgendwelche anderen Sachen anzustellen. In 2 Jahren kann viel passieren, vielleicht gibt es da Clicker Heroes gar nicht mehr oder es gibt ein Update, mit dem sich das Ganze dann doch wieder beschleunigt und dafür aber neue Errungenschaften, neue Achievements, die dann zu erreichen sind, die dann noch länger dauern. Also mal sehen, ob es ein Dauerbrenner bleibt. Euch auch weiterhin viel Erfolg dabei, hier vorwärts zu kommen und Strategien zu entwickeln, wie ihr möglichst die letzte Errungenschaft letztlich mit den 1 Million Zone erreichen wollt. Also ich hatte jetzt gesagt, es sind noch 14 Mal das Ganze und dann jeweils mit 5.000 das heißt, ich würde tatsächlich 70.000 noch dazu bekommen. Das heißt, es würde ziemlich glatt aufgehen, mit Zone 1 Million auch die 100.000 Antika-Seelen eventuell zu bekommen. Wenn das, wie gesagt, so bleibt und ich mit jeweils 50.000 Zonen auch jeweils immer um die 5.000 Antika-Seelen zusätzlich bekomme. Also während ich jetzt diese Überschreitung durchlaufe, werde ich dann sehen, ob es dann am Ende wieder 5.000 Antika-Seelen möglich sind, wenn eben Zone 350.000 erreicht ist. Und wenn ja, dann sollte es also genau aufgehen, dass man mit der 1 Million Zone auch die 100.000 antiker Seelen zusammenbekommt. Und bis dahin ist mit Sicherheit auch das Thema erledigt. Also das auf jeden Fall, weil das dauert wirklich nicht mehr lange. Aber das hier ist so der größte Knackpunkt, eben
dass die Söldner früh genug sterben, damit sich eine Wiederbelebung noch rechnerisch lohnt und die nicht zu teuer wird. Ich lasse das Ganze jetzt noch eben so lange laufen, bis dann auch genug Heldenseelen zusammenkommen. Jetzt kommt gleich der erste Urboss. Insgesamt lasse ich das Ganze, wie gesagt, jetzt so lange laufen, bis ich so viele Heldenseelen zusammen habe, dass ich beim ersten Mal alle Antike auf einmal freischalten kann. Weil dann kommt hier noch dieser nette Button, alles auf einmal beschwören, dann muss ich das nicht einzeln durchgehen. Also soweit von Clicker Heroes und weiter geht's in der Liste.